hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Bedingungslose Liebe, Eric Raines, 16. August 2019, übersetzt von Antares. Du musst dich selbst lieben, beides, das Licht wie das Dunkle. Liebe dich selbst bedingungslos in diesem Moment und in jedem Moment. Das ist der Schlüssel zur Heilung. Bedingungslose Liebe ist eine so wunderbare, kraftvolle Energie, die du für eine wahrhaft wundersame Selbstheilung anzapfen kannst. Leider haben viele von uns eine raue Kindheit und eine traumatische Vergangenheit erlebt, die Selbstliebe unglaublich schwierig, wenn nicht gar unmöglich erscheinen lassen. Jene schauen auf all die glücklichen Menschen, die diesen inneren Reichtum erleben und können durchaus Gefühle spüren, Traurigkeit, Eifersucht, Verärgerung, Bedauern. Jemandem, der so viele Narben hat, zu sagen, dass Selbstliebe der Weg ist, sich selbst zu heilen, ist, als ob wir der Frau in der trockenen, öden Wüste sagen, die riesigen Menge an Süßwasser, die in Flüssen auf dem gesamten Planeten fließt, sei der Schlüssel zu ihrer Erlösung. Wir wissen, dass sie dort sind, doch könnte das genauso gut auf dem Mond sein, es hilft alles nichts, wenn sie gerade an Durst stirbt. Für alle diejenigen in solch einer Situation möchte ich zunächst sagen, ich verstehe dich. Es gibt Hoffnung. Du bist es wert. Du bist wunderbar. Bedingungslose Liebe zu fühlen ist möglich. Jedoch liegt da Arbeit an, die getan werden muss. Zweitens, lass uns eine Lösung finden. Es muss Emotionen geben in einer positiven Vibration, die gefühlt werden können, auch wenn es nur eben sanfte Kurzweil ist. Alles, was sich im Inneren des Körpers nicht schmerzhaft oder unangenehm anfühlt, sogar ein neutrales Gefühl ist möglich, um zu beginnen, in tiefere Emotionen und tiefere Heilung einzusteigen. Versuche dich auf das Gefühl einzustimmen, das aus dem Inneren hochsprudeln würde, um die Worte herauszuplaudern. Ich verzeihe dir, bitte fühle dich nicht so. Oder vielen Dank. Oder ich mag dich. Nicht die Worte, sondern das Gefühl. Verwende ein spezifisches Gewahrsein, um die Emotion zu erschaffen. Sprich nicht nur die Worte in deinem Kopf. Kreiere einen Film über ein Szenario, das dich diese Gefühle spüren lassen würde, und sage diese Worte, falls nötig. Gib intensiv Acht auf die Gefühle, die aufsteigen. Oftmals gelangen Traurigkeit oder Wut an die Oberfläche, und dies ist zu erwarten. Das ist die Traumata-Freigabe. Dies ist die Basis dessen, das Gift loszulassen, damit die Heilung beginnen kann. Halte dich nicht an Beurteilungen fest oder analysiere es in irgendeiner Weise. Konzentriere dich einfach darauf, die Emotion von Dankbarkeit, Vergebung, Freude oder die des Lachens zu erschaffen und baue sie aus, bis du nachdrücklich eine echte positive Emotion spürst. Verwende diesen Pfad, um diese Öffnung auf andere Ebenen positiver Emotionen auszudehnen. Nutze diese Emotionen, um die Emotionen zu reinigen, die im Laufe des Tages aufsteigen, die sich schmerzhaft, brennend oder unkomfortabel anfühlen. Es gibt immer einen Weg hinaus. Jedoch beginnt es mit der Entscheidung, wirklich zu heilen. Wenn du bereit bist, kannst du ebenso den Pfad der bedingungslosen Liebe beschreiten. Verwandle Blei in Gold.
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.